Matthias Niederberger, Glückwunsch zum 2:1-Sieg über Dänemark. Zweiter Sieg im zweiten, wo du Starter warst, im zweiten Spiel. Wie hast du es gesehen? Ja, es freut mich natürlich, dass wir jetzt zwei Siege direkt zum Auftakt erreichen konnten. Wir haben, denke ich, uns deutlich gesteigert, haben sehr, sehr gut gespielt, haben kompakt gespielt. Und das ist entscheidend gegen so eine dänische Mannschaft, die auch vorne wirklich Qualität hat. Wie war es für dich? Es waren jetzt ja zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen. Ist das anstrengend oder hättest du lieber den anderen, den Kollegen, dran gelassen? Ich glaube, jeder würde lügen, wenn er sagen würde, es wäre einfach. Es ist natürlich anstrengend, aber dafür lebt man. Es macht Spaß, auch mal an die Grenzen zu gehen. Und nee, ich bin glücklich, wie es gelaufen ist. Einen Tag Pause jetzt und dann geht es übermorgen gleich weiter. Der Philipp Grubauer ist im Anflug sozusagen. Wie ist das für dich, für euch beide? Ich denke, er ist einer der Besten, ne? Das ist keine Frage. Er wird der Mannschaft auf jeden Fall helfen. Ich freue mich, dass er kommt. Er ist ein klasse Torhüter und er wird uns auf jeden Fall bereichern. Das heißt, er wird dann sicher auch Einsätze kriegen? Ja, natürlich. Das ist so klar. Deswegen kommt er. Alles klar, Matthias. Dann danke. Ne? Gerne. Bei uns steht Sebastian Dahm. Ihr habt leider gerade knapp gegen Deutschland verloren. Wie hast du das Spiel gesehen? Sehr, sehr enges Spiel. Beide Mannschaften hat alles gegeben. Ich denke, unsere Mannschaft hat so hart gekämpft. Ich bin zufrieden mit dem Einsatz. Manchmal ist es so, dass man kann alles geben und nicht gewinnen. Du warst jetzt zwei Jahre in Iserlohn. Du hast da deine Tochter bekommen. Wie war die Zeit für dich in Iserlohn in der DEL? Also so eine unglaubliche Zeit. Ich kann nur gute Dinge auf Iserlohn Stadt und die Iserlohner Familie sagen. Es ist so ein Familienclub. Das war zwei fantastische Jahre und die Stadt werden immer in unser Herz sein, weil Wilma ist ein Iserlohner in Herz auch. Wie hast du die Zeit überbrückt? Ihr seid ja eure Saison war ja ziemlich schnell zu Ende, keine Playoffs. Wie hast du die Zeit jetzt bis hier zum Turnier überbrückt? Waren ja fast zwei Monate. Wir haben viel mit der Mannschaft Dänemark trainiert, in Dänemark und auch Ausland ein bisschen in Norwegen und in Österreich. Es war besser mit den Playoffs, kann ich sagen. Zwei Monate mit zweimal Training pro Tag ist brutal. Dann magst du noch ganz kurz ein Abschiedswort an deine Fans in Iserlohn richten. Ja, ich will nur viel Dank sagen für die Unterstützung von geradeaus. Ich habe alles für ihr gegeben und die haben alles für mich gegeben auch. So, vielen Dank für alles. Und noch ganz kurz, vorhin hatten wir eine Situation, ich glaube es war im ersten Drittel, wo dann es erst ein Tor gab und dann nach dem Videobeweis wurde es dann doch nicht gegeben. Habt ihr auf der Bank irgendwas gehört? Warum? Ich weiß auch noch nicht, was das passiert. Ich habe nicht so viel gesehen, weil die Deutschen haben einen Stürmer oder so vor dem Tor. So, ich habe nichts gesehen, aber gute Auge für die Trainer, dass er hat gesehen, was etwas hat passiert, aber ich weiß noch nicht. Okay, dann sagen wir danke und euch weiter viel Glück. Und dir auch.